Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute eine Frage von Michael, aber es ist auch in eigener Sache. Hallo Herr Kammer, ich habe eine 10 Kubik große Innenhälterung, wo ich versuche, Koi zwischen 30 und 70 cm gut durch den Winter zu bekommen. Jetzt habe ich in den Modern Koi Blogs gelernt, dass eine Sauerstoffnotversorgung für das Wohl meiner Koi unabdingbar ist. Wir haben es gestern drüber gehabt von Andreas, den Beitrag über die USV, über die Stromversorgung, über Batterien, wo Luftpumpen am Laufen waren. Wir haben es immer wieder gezeigt in letzter Zeit, wie verheerend eigentlich in Innenhälterungen die Sauerstoffwerte sind und dass nicht Fisch, Koi oder tiergerecht ist. Man da von daher auf jeden Fall was machen sollte. Zum einen im Tagtäglichen, wenn alles läuft, aber auch natürlich, wenn mal kein Strom mehr da ist. Meine Frage ist, Sie verwenden für das Ausströmen von reinem Sauerstoff spezielle Ausströmer. Kann man diese bei Ihnen käuflich erwerben, beziehungsweise können Sie mir eine Adresse nennen, wo ich sie kaufen kann? Wie viel Sauerstoff Liter pro Minute müsste ich für eine Innenhälterung einstellen? Ich würde eine 20 Liter Sauerstoffflasche mit Druckminderung und Magnetventil einsetzen wollen. Welche im Falle eines Stromausfalls die Sauerstoffversorgung für meine Innenhälterung gewährleisten soll? Viele Grüße und schöne Ostern, Michael. Michael, Ostern ist vorbei. Gott sei Dank, weil mit jedem Tag, den wir gewinnen, rückt der Tag, wo diese scheiß Pandemie vorbei ist, näher. Diese Ausströmerplatten, die wir haben, verkaufen wir nicht. Das ist ein Ausströmer aus der Industrie, den wir hier modifizieren mit Drehteilen von der Firma Genesis, mit Dichtungen. Wir streichen die unten mit einer speziellen Schwimmbadfarbe an, dass der Sauerstoff auch nur aus einer Richtung rauskommt. Und würden wir die verkaufen, würden wir im Prinzip die Haftung, die Gewährleistung für alles, was wir da selber dran machen, übernehmen. Und selber, wenn ihr die Scheiben bestellt, macht es überhaupt gar keinen Sinn, da die Teile nachher irgendwie. Also das ist wirklich für uns hier customized, eine Speziallösung, und die wollen wir nicht verkaufen, weil wir haben auch keinen Bock, dass sie nachher immer hin und her geschickt werden. Und hier, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied. Wir hatten ja seither auch diese normalen Sauerstoffausströmer. Die gibt es, glaube ich, bei Linn und bei FIAB. Wenn ich es richtig weiß, gehen Sie mal auf linn-gerätebau.de und da finden Sie die. Die finden Sie aber, glaube ich, auch bei FIAB und wahrscheinlich auch bei allen anderen Fischzuchtzubehörläden. Das sind einfach Platten und da ist die Keramik, letztes Jahr eine explodiert, das war auch ein Spaß. Das ist eine Schale aus Kunststoff oder Aluminium, nehmen Sie auf jeden Fall die aus Kunststoff. Und da ist diese Keramikplatte mit einem Harz eingegossen. Und bei uns im Dauerbetrieb ist es immer wieder vorgekommen, dass zwischen dieser Harznaht und unserem Keramikausströmer, dass da es undicht wurde und dann der Sauerstoff nicht mehr durch die Keramikplatte gedrückt wurde und ganz fein vernebelt wurde, sondern dass es in großen Blasen zwischen der Keramikplatte und dieser Harznaht hervorgetreten ist. Ja? Aber der große Unterschied ist, wir haben es hier im Dauerbetrieb, da ist also permanent Power drauf, und wenn Sie in der Innenhälterung bei sich das als Notsauerstoffversorgung haben, spielt das gar keine Rolle. Das wird dann, wenn es funktionieren soll, auch funktionieren, weil der Ausströmer ist ja nicht permanent belastet. Einzig, schauen Sie, wenn er einen Bakterienbewuchs bekommt oder Algen, wenn es nah am Fenster steht, gucken Sie alle zwei Wochen mal kurz mit einer Wurzelbürst drüber, reinigen Sie ihn, dass die Poren nicht zuwachsen, dass dann auch tatsächlich der Sauerstoff rausgeht. Und das Gleiche wie bei der Batteriegeschichte, testen Sie es immer mal wieder. Ziehen Sie von dem stromlos Offenventil den Stecker raus und gucken Sie, funktioniert es dann auch tatsächlich. Schauen Sie, ob Ihre Flasche auch voll ist. Da lauert nämlich ein wirkliches Problem. Gucken Sie am Druckminderer, dass Sie diese normalerweise 200 Bar auf der Flasche haben. Warum? Weil diese Dichtung, diese Membrandichtung, wo man hat, wo man den Druckminderer an die Sauerstoffflasche ransetzt, bei 200 Bar sind die häufig undicht und dann ist die Flasche innerhalb von 2 Tagen leer. Eine leere Flasche bringt Ihnen gar nichts. Haben wir hier auch immer wieder mal neue Flasche. Ich sage zu meinen Mitarbeitern, die Mitarbeiter heißen alle Tim hier, immer wenn man mit ihr gearbeitet hat, oben wieder zudrehen. Jetzt kommt er hinten schon aus dem Fahrstuhl raus, er hat seinen Namen gehört. Oben wieder die Flasche zudrehen und nicht Druck auf der Anlage lassen. Bei uns ist ja keine Notsauerstoffversorgung, sondern Sauerstoff, mit dem wir unsere Tüten auffüllen. Kontrollieren Sie das System, überwachen Sie das System. Das ist eben Technik, und wer Technik nicht überwacht, darf sich auch nicht auf Sie verlassen. Jetzt zur Literleistung. Das hängt jetzt natürlich ganz stark davon ab, wie viele Fische sind in der Anlage, wie viel wird gefüttert etc. pp. Tim, wenn wir hier 1,5 Kilo füttern, in einem Becken mit vielen Fischen,
Bei 25 Grad, wie viel Sauerstoff lassen wir dann rein? Also 0,5 bis 0,7 Liter pro Minute. Ja? Aber wir sprechen hier von maximaler Fütterung. Ich weiß nicht, ob Sie das tatsächlich brauchen. Die meisten Anlagen werden ja nicht mit 1,5 Kilo gefüttert. Wenn Sie nur die Hälfte füttern, brauchen Sie in der Regel auch nur die Hälfte an Sauerstoff. Und um zu überleben, brauchen wir auch keine 10 Milligramm. Um zu überleben, brauchen die Koi mehr als 5 Milligramm. Da wird keiner sterben. Wenn die 6 Milligramm nachher haben, reicht es auch noch. Und so gehe ich eigentlich davon aus, dass in aller Regel so circa 0,2, 0,3, das ist so das, was wir normal in die Becken reinlassen, 0,2 bis 0,3 Liter pro Minute vollkommen ausreichend sind. Aber auch da, jetzt ist natürlich das Problem, dass Sie wenigstens genau Sauerstoff messen können. Ideal ist es, wenn man misst, so wie wir das hier auch machen. Dass man nicht nur die Katastrophe, also nicht nur die Funktion der Technik kontrolliert, sondern nachher auch tatsächlich schaut, was passiert im Wasser. Aber ich kann Ihnen eins versprechen, dass mit der Sauerstoffgeschichte wird allemal noch für höhere Sauerstoffwerte beitragen, wie jetzt zum Beispiel eine Notbelüftung über die Batteriegeschichte, über die USV. Warum? Weil ich natürlich mit reinem Sauerstoff einen ganz anderen Eintrag habe, wie mit einer Belüftung. Allerdings muss man auch wieder sagen, in dem Moment, wo im Becken der Sauerstoff fällt, je tiefer er fällt, desto leichter ist er auch wieder einzutragen. Sie müssen sich einfach vorstellen, in dem Moment, wo die Fische das Sauerstoffgas abatmen, ja, fällt der Gesamtgasdruck im Wasser unter 100%. Und wenn er unter 100% fällt und je tiefer er darunter fällt, desto leichter ist es, in das Wasser wieder Sauerstoff einzutragen oder auch andere Gase. Und wir haben natürlich im Sauerstoff, haben wir nahezu 100% rein Sauerstoff in den Flaschen. Und bei der Belüftung haben wir nur 21% und mit 78% Stickstoff als das Hauptgas. Aber jetzt nicht gleich, oh Gott, Stickstoff, um Gottes Willen, da passiert Ihren Fischen nichts. Das ist eine ganz normale Belüftung. Es wird beides in der Regel ausreichen, um die Fische überleben zu lassen. Sauerstoff ist effektiver, ist aber auch, ne, auf was würde ich mich jetzt mehr verlassen? Das ist eine geile Frage. Das Magnetventil, wo aufgeht, wenn kein Strom mehr da ist, das ist mehr oder weniger, Anführungszeichen, mechanisch. Beim anderen muss ich mich auf viel Elektronik verlassen. Soll ich Ihnen was sagen? Nach allem, was ich bisher weiß, ich glaube, wenn ich eine Innenhalterung hätte und dafür tausende Euro Fische drin, ich würde beides machen. Ich würde mir sowohl das eine als auch das andere. So wie wir es hier mit der Belüftung machen. Jedes Becken hat eine eigene Belüftung, aber wir haben auch nochmal eine Ringleitung, wo über eine zentrale oder zwei zentrale Belüfterpumpen nochmal alle Becken belüftet werden. Das kommt noch aus der Zeit, wo wir noch keinen Sauerstofftank haben. Heute haben wir Sauerstoff, eine Ringleitung und eine Individualbelüftung. Also sind wir dreifach abgesichert. Und wenn ich mir überlege, so eine Sauerstoffflasche kostet nicht viel, die Technik, die man braucht, auch nicht. Also ich würde, glaube ich, beides machen. Und bei den meisten Innenhalterungen reicht 0,2 bis 0,3, vielleicht 0,4. Aber man muss sich überlegen, 0,2 zu 0,4 habe ich die doppelte Zeit, wo es laufen kann. Und die Literleistung von Flaschen können Sie sich ganz einfach ausrechnen. Die Flasche, wie viele Liter da drin sind, mal den Druck. Also wenn ich 20 Liter habe und 200 Bar, dann habe ich 4000 Liter Sauerstoff. Und jetzt können Sie das ausrechnen. Durch 0,4 oder durch 0,2 und dann wissen Sie am Ende, wie viele Minuten Sauerstoff rauskommt, bis die Flasche leer ist. Machen Sie es gut, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Block. Ciao.